Wir beobachten eine verdeckte Finanzierung von politischen Parteien, wie beispielsweise beim Front National in Frankreich. Wir beobachten Cyberangriffe, wie gegen die Demokratische Partei im Jahr 2016 in den Vereinigten Staaten und auch gegen die IT-Infrastruktur des Bundestages im Jahr 2015. Und wir beobachten, meine Damen und Herren, Kontakte zu Politikern und Parteien, die empfänglich sind für autoritäre und anti-westliche Tendenzen, wie im Fall Frohnmeier und AfD. Und meine Damen und Herren, die Kooperation mit Politikern und Parteien ist dabei völlig ideologiefrei. Wladimir Putin ist es egal, ob sein Krieg in der Ukraine verteidigt wird von Linksradikalen oder von Rechtsradikalen. Er arbeitet mit beiden zusammen und ist bereit, die Destabilisierung der liberalen Demokratie mit beiden zu machen. Meine Damen und Herren, wir legen Ihnen heute einige Ideen vor, was man dagegen tun kann. Wir können mehr investieren in Diplomatie, in Öffentlichkeitsarbeit, in fremdsprachige Medienarbeit. Wir können uns darum kümmern, dass die europäische Zusammenarbeit beim Kampf gegen Desinformation intensiviert wird, wie es Macron vorschlägt. Wir können mehr tun für die Transparenz bei der Parteienfinanzierung aus dem Ausland. Und wir können uns dafür einsetzen, dass die IT-Sicherheit gestärkt wird.